Ja, und ein weiteres Mal möchte ich euch zu einer weiteren Aufnahme South Park Stick of Truth begrüßen, hier in der Kanalisation in Hankys oder Mr. Hankys Reich, in dem wir gerade versuchen, seine Kinder zu finden bzw. zu retten. Wir gehen jetzt einfach erstmal hier hoch und hoffen, dass wir die restlichen zwei verbleibenden Kinder noch finden. Mr. Cornwallis und den anderen, wo ich den Namen vergessen habe. Schauen wir mal, was wir hier noch an Crap alles finden. Ein rostiges Rohr und 2 Dollar. Schwanzkäse? Was? Oh, Hilfe! Halt! Nein, tu's nicht! Ja, Schlag! Die Pümmelratte! What are we waiting for? Ja, wer kann sich nicht dran erinnern an die Folge, wo sich der Lehrer, wie hieß er noch? Denkst mir fällt der Name jetzt ein. Auf jeden Fall hat er sich zur Frau umoperieren lassen, wollte dann irgendwie wieder ein Mann werden und hat mit Hilfe der Maus und Genexperimenten hat man dann einen Penis eben rekonstruieren lassen, den er hätte nutzen wollen, und die Maus ist dann eiskalt mit diesem Penis auf dem Rücken einfach abgehauen. Ja, und jetzt müssen wir sie bekämpfen als besonderer Gegner. Nun gut, Maus, ich betäube dich erstmal. Und, jawoll, zack, 138 Schaden und betäubt. Sehr, sehr gut. Butters gleich mal hier nochmal einen Hammer der Stürme hinterher. Feel my righteous fury! Zack. Oh, den habe ich vergeigt. Egal. Passiert. So, einmal noch. Achso, Blutungsschaden ist nicht. Wir können ja jetzt mal hier wieder so einen Trank nutzen. Was wir eh viel zu selten tun. Nehmen wir mal einen Machttrank. Sehr gut. Und lassen die Maus bluten. Somit haben wir den Penis auch geblitten. So, Butters, hast du noch Energie? Nein, hast du nicht mehr. Kriegst du wieder welche? Einfach um unsere Sachen auch zu benutzen. Zack. Hier nochmal Energy. Und den Hammer der Gerechtigkeit. That was the most perfect throw I've ever seen. Die Maus hat keine Chance. Die Ratte, wie auch immer. Hey. Okay. Oh boy, we won. Sehr gut. 36 Experience. Und die Maus ist tot. Ohne dass sie uns einmal angreifen konnte. So, gibt's hier sonst noch was? In der Höhle hier versteckt? Nein? Geht's hier irgendwo weiter? Nein, auch nicht. Aber gut, dann haben wir tatsächlich eins der wilden Kreaturen wieder besiegt. Eine der wilden Kreaturen, um es richtig auszudrücken. Und schauen jetzt mal hier den letzten Weg runter. Oh, da sind noch ein paar. Okay, noch ein paar Obdachlose. Some people. Some people. How? That's not nice. Hamburgers. Oh, okay. Ja, wir werden wieder mit der David-Schleuder anfangen. Auf den Obdachlosen. I'm tired of being picked on. Oh, come on. Jawoll, der war sehr gut. Butters. Achso, nein, ich möchte Butters behalten. Möchte aber jetzt hier den. Wohl machen wir nochmal Captain Chaos. Let's see how you like dealing with me. Chaos. Ich sag mal Chaos, ich weiß auch nicht warum. Zack. Einmal den Hammer, den Chaos-Hammer. Spürt die Macht des Chaos. Okay, der da hinten hat auch nicht mehr viel. Den können wir ja dann auch gleich auslöschen. Zack. Oh, 7 HP hat er noch. Butters, das schaffst du. Take that. Jawohl. You think we were too hard on him? Thanks, kid. My drunk-ass mom sent me to get more eggnog and I got lost. See
Got it. Cornwallis, neue Freundschaftsanfrage. Missionsziel erfüllt. Sehr gut. Achso, looten sollten wir die auch. Geld zerbrochene. Irgendwas, Flasche und Geflügelknochen. Was hast du? Eine zerbrochene Flasche und ja. Wiederbelebungstrank, rostiges Rohr. Oh, entschuldige, Butters, ich will eigentlich da den Haufen hauen. Gibt's hier noch mehr? Nein? Nun gut. Fehlt uns nur noch einer von der Sippschaft von den Henkies. Der müsste ja. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Ich glaube, wir sollten nochmal nachgucken. Zwei neue Freunde, Cornwallis und Amber. Und Mr. Marsh schreibt uns, hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich, du solltest es später versuchen. Später suchen. Ja. Okay. Nun gut, schauen wir jetzt mal hier weiter. Aber hier waren wir doch, glaube ich, oder? Oha! Habe ich da jetzt den Erschlag gemacht? Ich hoffe schon. Jawoll. Gleich mal hier mit der David-Schleuder. Zack. Voll erwischt. Butters. Hol noch mal Professor Chaos raus. Let's see how you like dealing with me. Ich mach. Und? Oh, was haben wir da erwischt? Den Kamehameha, den Chaosknall. Die uns angerammelt. Zack. Sehr schön. Wird immer einfacher, habe ich das Gefühl. Ja. Mal einmal nach oben. Jede Menge Schutthaufen, die alle zerschlagen wollen werden. Verschlagen werden wollen. Okay. Geht's hier weiter? Nein, aber hinten rum. Shoo, you rat bastards! Hey, uh-oh, you made their mama angry! Okay, Erschlag, Erschlag, Erschlag. We will kill them with compassion! Okay, kein Problem. Das kriegen wir mit der David-Schleuder wieder wunderbar geregelt. Sehr gut. Easygoing, rufen wir wieder Professor Chaos. Der immer sehr gut alles aufbaut. Ah, das ist das Shield. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte Schaden machen. Nun gut. Sehr gut geblockt. Nochmal die David-Schleuder. Damit könnten wir die Dicke gleich ausschalten. Das machen wir auch. Zack, gib ihm. Und Butters hat keine MP mehr. Dann geben wir ihm welche. Ein Machttrank. Und zwar benutzen wir jetzt den Hammer der Stürme. Feel my righteous fury. Sehr cool. Nur noch eine Ratte ist übrig und die putzen wir jetzt. Oh boy. Sehr cool. Thanks so much, Mister. I was afraid those rats were gonna get me and I was gonna end up a floater. Die Nuss, die der im Kopf hat. Sehr, sehr schön. Aber wir haben alle gefunden. Sehr, sehr gut. So, schnell durch hier. Wen geht's hier? Achso, da war ich ja. Ah, nee, da war ich noch nicht. Dann gehen wir da doch nochmal durch. Ups.
Okay, hier geht's irgendwie nicht weiter. Hätte ich da vorne den Hebel irgendwie betätigen können? Ja, doch, jetzt geht's. Okay, das Ganze geht anscheinend auf Zeit. Ich höre einen Ticken im Hintergrund. Na? Also, da komme ich so nicht dran. Ist auch eine Riesenkanalisation hier. Überall finden wir Shit. Einmal hier durch. Geld, Gesundheitstrank, Papprolle und ein Mana-Trank. Ah, aber erst Schlag. Sehr gut. Well, here we go again. Zack. Einmal unsere altbewährte David-Schleuder. Die Ratte haben wir sogar gleich komplett ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Butters einmal bitte mit dem Hammer der Stürme. Ah, da treffe ich die beiden aber nicht. Dann hilft halt nur Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. Zack. Einmal. That's not nice. So, und du kriegst von mir so einen auf die Rübe. Zack! Butters Hammer, zack. Two battle! Zack! Sehr, sehr gut. Die haben alle keine Chance mehr gegen uns. So, hier nochmal ein Hebel. Na? Jetzt aber. Wohin führt der Weg? Oh Gott, ich verliere langsam aber sicher die Orientierung. Emergency Exit. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Ich glaube, da kommen wir dann auch wieder letztendlich zurück. Gucken wir mal kurz hier um die Ecke. Mal ein paar Ratten erschlagen kann ich schaden. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja, Tatsache. Gut, wir gucken jetzt erstmal wieder zu Mr. Hanky, würde ich sagen, jetzt nachdem wir seine Kinder ja alle gefunden haben. Vielleicht gibt es auch eine gehörige Belohnung. Achso, der war hier vorne. Howdy-ho! Thanks for finding my kids! Thank the nice man, Nuggets! Thank you! Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday. Howdy-ho! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. War das eine Anspielung? Yay, Mr. Hanky, neue Freundschaftsanfrage, auch von Mrs. Hanky und Stück Scheiße beim Rufen freigeschaltet. Und es ist eine Aufwertung verfügbar. Du hast drei neue Freunde, Mrs. Hanky, Mr. Hanky und Simon. Sehr cool. So, dann schauen wir mal in die Fähigkeiten rein. Stufe 5, je mehr Schaden du erleidest, desto stärker werden deine Schleuderangriffe. Oder aber ich mache jetzt, je mehr Schaden du erleidest, desto stärker werden deine Juden-Jitsu-Angriffe. Oder aber erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Beschneidesense. Das werde ich nehmen. Ja. Und jetzt der nächste wäre, bei erfolgreicher Durchführung bewirkt Beschneidesense jetzt zweimal Bluten. Machen wir das hier erstmal voll. Als nächstes würde ich dann doch die Beschneidesense eigentlich bevorzugen. Nun gut. Dann haben wir den Spaß hier. Halt. Hey. So. Und jetzt einmal da hinten durch den Emergency Exit. Mal schauen, wo der mich hinführt. Obwohl, ich kann ja noch hier hoch, genau. Hä, war ich hier schon? Oh.
Ich glaube ja, oder? Ja, hier waren wir tatsächlich. Wo führt mich der Gang hin? Ah, okay. Nun gut, dann war ich hier schon. Und einmal hier raus. Einmal links zum Emergency Exit. So. Aha. Oh. Mir kommt das doch sehr bekannt vor. Okay, Fledermäuse. Einmal die David-Schleuder. Gib ihm. Zack. Oh, die macht aber richtig gut Schaden jetzt. Butter. Achso, nee, warte mal. Du machst jetzt hier mal Butter bei die Fische. Sometimes my dad goes on road trips just to check out all the rest stops. Feel my righteous fury. Die auch ausgelöscht, eine ist sogar gleich geplatzt. Ups, das sollte ich vielleicht auch noch blocken. Ist aber eigentlich gar nicht mehr nötig, weil wir haben ja eh schon wieder gewonnen. Oh boy, oh boy! Jetzt überall die Skelette von den Kindern. Das Krabbenvolk. So, da gehen wir auch gleich mal hoch. Krieg ich das noch nicht kaputt? Stinky Momiki! Nee, irgendwie kriege ich das hier noch nicht kaputt. Schauen wir mal weiter hier nach rechts. Nein, keinen Erstschlag bekommen. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Nein! No, 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 no! Na gut, jetzt sind wir dran. Wenn wir die Dicke als erstes mit ausschalten. Zack! Zwei weniger und mit Butters Hammer der Stürme schaffen wir doch wohl den Rest. Ach verdammt, der trifft nur einen. Hm, dann haust du normal zu Butters, das dürfte auch reichen. Leave us alone! Ah, verdammt, Gegenschlag verpasst. So. Oh, I wanted to show mercy. Geld, Heiltrank, haben wir schon genug. Wo kommen wir hier noch hin? Brille mit Fledermausrahmen, Opa-Vampir-Perücke, Goth-Schädel. Nett. Exoskelett. Was macht das? Fügt 15 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Auch nett. Sich doch gelohnt. Sehr wertvolle Tasche. Was ist das denn? Blutorange? Was? Oha. Phyllis, we can work this out. Ah, verdammt. Ist wieder so ein Bossgegner. So, erstmal betäuben. Yep. Zack. Dann können wir eine heilende Berührung eigentlich brauchen. Yeah, that's it, little buddy. Und was machen wir jetzt? Die Hammer der Gerechtigkeit. By the hammer of butters. Zack. That was the most perfect throw I've ever seen. Dann gibt's jetzt noch eine Beschneidung hinterher. Nochmal einen mit Butters Hammer. Zack. Und. Na, die Betäubung ist jetzt nicht drin. Na komm, wir gönnen uns nochmal so ein Tränkchen. Ja. Ah, das ist eigentlich auch noch gar nicht. Egal, machen wir trotzdem. Und gib ihm! Ja. Zack!
62 live noch, aber betäubt und batteriesfähig ist der Rest. Einen weiteren Bossgegner besiegt. Sehr cool. Wo komme ich jetzt raus? Bin echt mal gespannt. Ah, direkt vom Kino. Sehr cool. Nun gut. Aber wie es weitergeht und wie wir die Goth Kids noch überzeugen können, dass sie mit uns kämpfen, beziehungsweise ob wir noch den Gegner in der Schule finden, der uns ja noch fehlt, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gespannt und macht es gut. Ciao.